Empathie hat etwas damit zu tun, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es dem anderen geht, es zu sehen, es wahrzunehmen, es zu wertschätzen, damit umzugehen. Und ja, das Wichtige dabei ist und überhaupt die Ursache dafür ist, dass sie Empathie überhaupt empfinden können, ist die sogenannte Selbstwahrnehmung. Das heißt also im Umkehrschluss, dass ein Mensch, der sich selber nicht mehr wahrnimmt, der den Zugang zu sich, zu seinen Bedürfnissen, zu seinen Emotionen, zu dem, was uns ausmacht, verloren hat, auch jemand ist, der nicht empathisch ist. Also wenn Sie Menschen treffen, die Dinge tun oder beobachten, dass Menschen Dinge tun, die Sie sagen, ich kann gar nicht verstehen, dass der sowas überhaupt machen kann, dann können Sie davon ausgehen, dass er das nur kann, weil er den Zugang zu sich, zu seinen Emotionen, zu seinen Bedürfnissen verloren hat. Warum ist denn Empathie generell eine coole Sache? Wofür brauchen wir die? Warum ist die wichtig so im Zusammensein? Wo kommt die denn her? Was glauben Sie, wo die ursprünglich mal herkam? Nehmen wir mal an, wir würden uns da jetzt also treffen im Wald und würden sagen, okay, wir überleben zusammen. Müsste irgendeine Struktur passieren. Wir könnten nicht ewig wählen und Demokratie machen, weil wenn das Mammut vorbeikommt, müssen wir in irgendeiner Form handeln. Das heißt also, es würde sich eine Rangfolge herausbilden. Sogenannte Alphas, Betas, sogenannte Omegas. Die Omegas sind die Kranken, die Schwachen, die Alten, die mitgetragen werden von der Gruppe. Und die Ranghöchsten wären im Grunde die, die wirklich eine Verantwortung hätten für die Gruppe. Was glauben Sie, diese Ranghöchsten, wer das so wäre? Die ranghöchste Person, die sogenannten Leitwesen, mit T, wäre jemand, der auch neben Gelassenheit und Kompetenz und Erfahrung natürlich auch Empathie hat. Das heißt, jemand, der offen ist dafür, wie es seinen Mitmenschen, seinen Teamleuten geht. Und dieses Konstrukt haben wir im Grunde überall. Auch in einer Firma sollte die ranghöchste Person natürlich die sein, die das Überleben der Gruppe sichern kann. Und ein Krieg ist immer ein kompletter Empathieverlust. Wenn ich jemanden töten muss, weil es mir befohlen wird, weil er mir nichts getan hat, weil er mich nicht umbringen wollte, weil er mir nicht meine Nahrung geklaut hat, also weil ich einfach nur diesen Befehl kriege, ich muss jemanden töten, muss ich meine Empathie komplett verlieren. Nach den Kriegen ging es deshalb besonders, auch natürlich in diesem Land, darum aufzubauen. Das heißt, es wurde Leistung implementiert, Leistungsgesellschaft. Schnell aufbauen. Gefühle wurden nicht wirklich groß angeschaut, es war keine Zeit, es war keiner da, es ging nicht darum. Das heißt also, es wurde aufgebaut, es wurde Leistung implementiert und diese Leistungsgesellschaft besteht natürlich heute noch so. Und da ist es mit dem Thema der Empathie etwas schwieriger geworden, weil sie ist etwas in den Hintergrund gerückt zugunsten der Leistung und Leistungsbereitschaft. Es ist ein großes Thema noch in unserem Land, dass die Menschen irgendwie Angst vor ihrer Angst haben, dass sie Angst vor ihren Gefühlen haben, dass viele sagen, ich will da gar nicht reingucken, das, was da drin ist, das interessiert mich gar nicht, besser als ich lasse den Deckel zu, bis unter Umständen der Körper mal sagt, jetzt müssen wir aber dringend mal gucken. Dabei sind Emotionen etwas ganz Natürliches, genauso Wichtiges und Ursprüngliches wie Empathie in unserem Kopf. Gibt es eine Stelle, wo die regelmäßig gebildet werden und Sie haben eine Idee, warum sie da gebildet werden. Emotion kommt aus dem Lateinischen von emovere und heißt sich bewegen. Eine Emotion ist ein Handlungsimpuls. Umgang mit Emotionen gibt es im Grunde zwei Hauptreaktionen. Das eine ist das Ausagieren, das Dramatisieren. Das kennen Sie alle, das ist das, was Sie nicht wollen. Nicht wirklich. Weil wenn Sie sowas mal erleben, finden Sie es eher unangenehm. Ich spreche jetzt hier vom cholerischen Chef. Oder von der cholerischen Chefin. Oder vom cholerischen Kunden. Oder Sie wissen, was ich meine. Wenn die Türen geknallt werden, wenn gebrüllt wird. Wenn Emotionen abgeladen werden, anstatt damit umzugehen. Das andere ist das Unterdrücken. Beziehungsweise Verharmlosen. Das ist das, wenn Sie es dann immer fressen.
was auch immer da passiert. Und sagen, nee, ist schon nicht so schlimm. Zwar 3 Nächte nicht schlafen können, aber sagen, nee, ist alles okay. Also die Idee ist der Umgang damit. Und ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist, weil alleine schon das Erste, das Selbstwahrnehmen, ist etwas, was Sie unter Umständen erstmal üben müssen. Schöne Sache dabei, Sie können Ihr ganzes Leben noch lernen, mit Emotionen umzugehen. Egal, wie es vorher war. Egal, was Sie gelernt haben als Kind, wie auch immer günstig oder ungünstig das war, lernen Sie später, können Sie lernen, mit Emotionen anders umzugehen. Das Leben ist nun mal nicht nur Untei, Konsum, toll. Es gibt auch andere Zeiten. Und da können Sie gar nichts tun. Das kann ich Ihnen aus meiner Geschichte sagen. Schön wäre es, wenn wir da so durchkommen und es gibt keine Krisen. Aber ganz echt, ich kenne keinen, bei dem das so ist. Es wird immer mal was sein. Es wird immer mal Krisen geben. Es wird immer Zeiten geben, wo irgendwas passiert. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn Sie sagen, oh, das macht jetzt was mit mir. Wie gehe ich jetzt damit um? Ganz wichtig, bitte fangen Sie nicht an, sich nur auf die negativen Dinge zu fokussieren. Das macht Sie irgendwann handlungsunfähig. Schauen Sie, sagen Sie, das ist nicht gut für mich, das möchte ich nicht und ziehen Sie Konsequenzen. Das ist das, was Sie tun. Und dann tun Sie es.